Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ori and the Will of the Wisps. Als Erinnerung, das ist eine Streamaufzeichnung, das heißt, manchmal kann ich, es kann sein, dass ich manchmal mit dem Chat interagiere. Danke, Marc, du hast mich gerade rausgebracht. Und ja, ich würde sagen, wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben, nämlich wir gehen in die Mühle hinein. Da war die Entfernung gewaltig. Ja, genau. Oh! Wir werden schon nach Hause kommen. Bleib doch einfach da. Oh, es ist aber so süß. Es ist so schön. Doch die Familie ließ sich nicht trennen. Warum macht das spinnenartige Tier eigentlich alles alleine? Rudern darf's. Also, es ist. Okay, da komme ich, denke ich, noch nicht hoch. Heißt hier lang. So. Es könnte sein, dass ich da hochkomme. Okay, Moment. Wenn ich darüber springe. Ja, doch, das klappt. Oh! Sah eher gecheatet aus, aber passt. Ja, absolut. So, hoch hier. Okay, erstmal schauen, was hier oben abgeht. Kann ich da hoch? Uiuiui. Kann nicht an der Wand klettern, oder? Warte mal. Nee, da kann ich mich nicht festhalten. Dann komme ich da auch noch nicht hoch. Hoppala, okay. Das Gute ist, normalerweise hat man jetzt noch keinen Dreifachsprung. Also das Spiel geht davon aus, dass man keinen hat, weil sich den ja nicht unbedingt jeder gekauft hat, der ich kaufen konnte. Warte mal, ich habe einen Fehler gemacht, ich muss nochmal zurück. Ich kann da ja einfach einen Pfeil hinschießen, oder? Antwort ist nein. Nee. Oh, wow. So weit kann ich nicht schießen. Dann muss ich irgendwie anders rankommen. Okay, ich muss im guten Zeitpunkt springen und dann kurz hier rüber. Okay, auf dich habe ich eigentlich keine Lust. Ah, ich werde dich wohl bekämpfen müssen. Hoppala. Au. Weiche von mir, Dämon. Oh, er macht immer so einen kleinen Schritt zurück, wenn er angreift. Oh ja, noch einmal. Okay. Oh, wow, das hat Schaden gemacht. Okay, erstmal schauen. Darauf komme ich nicht. Sieht voll fertig aus. What? Nee, es geht. Alles super. Hier hochschleudern. So. Und die Räder drehen sich. Alles klar. Ich habe das Gefühl, dass ich unten an blaue Kugel doch irgendwie hätte rankommen können. Oh mein Gott, das dreht sich zu schnell. Da kann man hier nicht mitarbeiten. Oh, das gibt mir auch ziemlich viel Schwungkraft. Okay. Sehr cool. Hallo, guten Tag, Lupo. Willkommen bei der Brunnenquellmühle. Der Quelle allen Nasses. Ich habe gerade Angst vor der Mücke, aber die macht anscheinend nichts. Der ehemalige Quell ebenfalls.
Früher hatte ich ein wenig Angst davor, diese riesigen Zahnräder zu kartografieren. Was, wenn sie plötzlich wieder anspringen sollten? Aber sie liegen nun schon ewig so still da wie schlummernde Schaumschnecken. Also es ist vermutlich sicher. Vermutlich. Ja, ich nehme gerne Karte. Wie groß ist das hier? Okay, das ist ziemlich groß, ja. Da ist ein Golek-Erz, da müssen wir hin. Ich brauche mehr Golek-Erz. Und da ist nur Golek-Erz. Gut, nochmal einen kleinen Abstecher nach links. Aua. Warte, wo war der letzte Speicherort? Okay. Die Karte habe ich aber, oder? Ja. So viel zum Golek-Erz. Ah, doch. Okay. Ai. Okay, passt. War gar nicht so schwer. Ich muss auch wieder zurück. Okay. Oder? Warte, geht's hier lang? Nein. So. Und dann hochklettern. Sehr schön. Hoppala. Warte. Ich gehe oben lang. Ich muss, glaube ich, auch oben lang. Warte, kann man sich seitlich schwingen? Nee. Okay, so kommen wir hier hoch. Oh, ein Sprung zu viel. Halt dich fest. Okay. Das sah nicht gewollt aus, aber es hat funktioniert. Es sah überhaupt nicht gewollt aus. Uiuiui. Nochmal direkt. Okay. Die komischen Dinger hier, die stören mich. Was macht man mit euch? Ah. Warte mal, hätte ich mit dir was machen können? Nee. So. Lupo, war bei dir oben noch irgendwas? Nee, okay. Dann tschüss, du Mücke. So. Voilà, falsche Richtung. Schön, Mana ist direkt wieder voll. Kann ich hier rein? Nee. Sieht so aus, als wäre das ein Eingang zu irgendwas. Da oben ist... Mit denen kann man auch noch nicht interagieren. Da oben ist ein Hebel. Wo muss ich hin? Oh, eine neue Fähigkeit. Sehr schön. Mal schauen, welche Taste jetzt noch belegt wird. Ich habe nicht mehr viele zur Auswahl. Wurfhaken. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Drücke LB in der Nähe von Haken oder blauen Moos, um dich zu ihnen zu ziehen. Ziehe mit einem Haken an. Drücke LB um... What? Aber womit visiere ich an? Okay, damit. Oh mein Gott. Kompliziert, aber sehr cool. Kann ich nichts gegen sagen. Ist gut. Gefällt mir. Oh, ne, falsche Richtung. So. Falsche Taste.
Eieiei. Wie lange stream ich noch? 1 bis 2 Stunden. Also noch 1 bis 2 YouTube-Aufnahmen. So, sehr schön. Rein da. Raus da wohl eher. Okay. Warte mal. Okay, die gehen auch los. Ja, gleich. Erstmal möchte ich mit Tok sprechen. Da heißt Tok überhaupt? Ja, gut. Der Brunnenquell taugt nicht zum Wandern. Bei den ganzen Rumgekreis wird mir ganz schwummerig. Hätte ich das letzte Mal nicht meinen Kompass verloren, wäre ich jetzt gar nicht hier. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Ich meine, ich hätte ihn jenseits dieser Tür da vorne verloren. Welcher Tür? Wie stellst du dir vor, dass ich dahin komme? Wurden dir selber. Ei. Weil, wie bist du dahin gekommen? So, festhalten, das geht. Uiuiui. Okay. Warte, war das der Ort, wo ich schon war? Ja. Ah, okay, das gibt mir einfach nur einen Weg nach unten. Alles klar. Hoppala. Festhalten. Boah. Oh ja. Das ist auch neu. Stimmt. Autsch. Unten lang. Wie genau komme ich da hoch? Da muss ich hin. Okay, das sind Dinger. So. Okay, wenn ich hier bin, dann kann ich da einfach hoch. Passt. Hoffentlich. Passt überhaupt nicht. Ich muss unten rum. Okay, also hier. Oh, nimm das Vieh. Mücke, lass mich in Ruhe. Na, warte mal. Oh mein Gott, wie cool. Dadurch kam das Ding her. Okay, nee, falsche Richtung. Okay, warte mal. Je weiter man weg ist, desto mehr Schwung bekommt man, oder wie? Oh, so close. Nein. Oh, nicht leicht. Aber es müsste gerade gespeichert worden sein, oder? Logischerweise nicht. Aber wenn ich weiß, dass das Ding da ist, kann ich halt das auch einfach von hier aus abschießen. Okay. Sehr schön. So, jetzt kam ich hier hoch. Hier soll der Kompass irgendwo sein. Oh, das sieht aber schön aus. Hast du einen Kompass gefunden? Das Erkunden des Unbekannten ist gar nicht so einfach. Vor allem ohne eine Tasche. Das ist eine sehr große Tasche, die du da hast. Ob ich sie wohl haben dürfte? Oh, vielen Dank. Hier, ich gebe dir dafür meinen alten Kräuterbeutel. Der Beutel ist alt, aber die Kräuter sind so frisch. Frisch, so frisch, ja. Gib her. Danke. Der Beutel hat mal Tuck gehört. Dem kann ich die wohl geben. So, irgendwo hier. Lass mich mal rüber. Okay, ich brauche. Oh! Tödlicher Strahl. Okay, aber nicht mal ganz so tödlich. So. So. Irgendwo müssen Schalter sein. Okay. Erstmal Boss. Alles klar. Hallo. Okay. Bam. Den einen habe ich tot. Töte dich. Sehr schön. Oh, nee. Die fand ich schwer. Kommst du hier hoch? Moin. Alles klar.
relativ souverän. Relativ. Oh, hallo, Herr Affe. Was für ein Labyrinth diese alte Mühle doch ist. Aber jetzt ist sie nicht. Jetzt ist nicht die Zeit zum Prügeln. Der Weg ist weit. Ich will an Wissen gelangen und du musst eine Mühle reparieren. Woher weißt du das, mein Freund? Und eine Freundin finden, wenn ich recht höre. Viel Glück. Ja, ja, alles gut. Ich hätte auch gern so einen Stab, womit ich mich nach oben abdrücken kann. Bäm. Mühle wieder aktiv machen. Ja, das sieht alles nur noch viel schwerer aus. Als ob hier kein Geheimnis ist. Schade. Okay. So. Könnte nach oben, aber ich kann auch hier lang, wo eben noch zu war. Uiuiui. Ich habe aber ein Geheimnis, glaube ich, gesehen. Ja, okay. Wie hätte ich da denn drankommen sollen? Hebel. Hebel aufmachen. Das macht. Nein, das dreht das ganze Ding. Jetzt nicht dein Ernst. Das ist eh schon verwirrend genug. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Wo bin ich? Okay, es ist aber ziemlich geil. Ah ja, stimmt. Ich habe hier meine Schlinge hier. Okay, das heißt, jetzt geht's nach unten. Loslassen, da dran einfach heben, heben, genau, und loslassen. War sehr knapp, perfekt. Alter. Es ist aber so cool gemacht. Ja, moin. Vor allem drehe ich mich als selber mit. Bin ich jetzt unten lang? Ne, kann ich nicht. Das ist, der Strahl ist dauerhaft aktiv. Okay. Okay, ich muss hier Mitte durch. Strahl aktiv. Hinzieher. Nein! Falsch. Egal, einfach durch. Ich habe genug Leben. Lass mal kurz los. Ich möchte mich einmal heilen. Ich heile mich direkt zweimal wieder. So. Unten war ein Schalter, wenn ich mich recht erinnere. Oben hin. Und drehen. So. Das wird jetzt wahrscheinlich das letzte Mal gewesen sein. Ah ja, jetzt kann ich da oben durch. Okay. Warte mal. Das wird nicht unnötig sein. Na, nochmal. Mhm. Ja, 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 ja. Nicht mit mir hier. Golek-Erz. Nice. Das sehe ich doch. Aber hier geht's auch nach oben. Aber da ist nichts. Einfach nur ein Weg, der nicht passierbar ist. Oh ne, nicht wieder hier durch. Nee, falsche Richtung. Jetzt. Perfekt. Nach unten. Hier soll ich sicher sein, ja. Warte mal. Einmal schauen, ob hier oben noch was ist. Nee, okay. Nicht loslassen. Aua. Voilà, der Strahl ist noch aktiv. Geh weg! Ich möchte doch... Wow, wo schleuderst du mich denn hin? Okay, wie regel ich das jetzt? Bam, okay.
Oh, nice. Streamen ein paar Leute Ori, ja. Habe ich nicht drauf geachtet diesmal. Moment. Gestern war es, vorgestern waren es sehr viele. Voila. Ey, wenn ich mir anschaue, wie viel da noch kommt. What? So, Moment. Nicht das Gift berühren. Falsche Taste. Au. Oh, ba, 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 ba. Okay, durch. Okay. Mehr Sachen, die sich drehen. Wo war denn der Kompass? Ich habe den Kompass immer noch nicht gefunden. Oder ist er da oben? Nee. Ich muss gleich nochmal nach dem Kompass schauen. Geht's rein. Alles klar. Hier wäre es einmal nach unten gegangen. Ich möchte mal kurz schauen, was hier ist. Oh nee, das ist der Ausgang. Okay, kurz warten, bis hier ein Loch kommt. Oh, was? Okay. Kurz auf die Karte schauen. Und ein bisschen reinzoomen. Ne, das war die falsche Taste. So. Hier soll angeblich irgendwo... Ne, das ist das von Hand-zu-Hand-Ding. Wo ist der Kompass hin? Hier, da. Wie bin ich von hier nach da gekommen? Okay. Ich möchte auf jeden Fall nach oben. Weil hier ist noch was. Eisnadel. Du hast ein... Warte mal, das ist ein Teil von dem Kompass, oder? Ja, der verlorene Kompass. Okay. So viel dazu. So, raus hier. Hallo, Tok. Ich habe einen Teil vom Kompass. Ah, nee, ich habe sogar den ganzen. Du hast ihn gefunden. Ja, klar doch. Schuld beglichen? Was gibst du mir denn diesmal? Ah, Golek-Erz! Ja, nice. Mir fehlt noch eins, dann kann ich wieder was herstellen. Ja, weiter geht's. Ich muss jetzt nämlich nach ganz oben. Warte, kann ich hier auf dem Dach rumlaufen? Nee, okay, das ist durchlässig. Alles klar. So, zwei Möglichkeiten. Erstmal einmal hier hin. So, damit ist mein Mana auch wieder fast voll. Okay. Okay. Warum hat er es nicht gemacht? Oh nein. Okay, aber nach da oben klettern ist gar nicht so schlimm. Fast. Halt dich fest. Schade ich oben. Ja. Nee, nein, och. Falsche Richtung. So. Aber. Das ist der eigentliche Weg, wie man nach oben kommt. Nicht der, den ich letztes Mal genommen habe. So, jetzt bin ich da, wo Tok eben war. Nochmal den Sprung. Diesmal richtig, hoffentlich. Nee, falsche Taste. Okay, eigentlich sind die gar nicht so schwer. So. Nee, gleich. Weiter Sprung. Ja, ich hatte sogar noch einen Doppelsprung über. Oh, halt dich fest. Zu wenig Leben. Der hat nicht ganz das gemacht, was ich wollte. Kann ich nochmal?
Nochmal. Ja, wenn die Dinger weg sind. Okay, in einem. Alles klar, hab's verstanden. Und zwar jetzt. Okay. So, kurz warten. Okay, perfekt. Letzter Sprung wahrscheinlich. So. Jetzt kann ich hier rein. Lass mich mal hier hoch. Ich kann irgendwie nicht glauben, dass hier gar nichts sein soll. Okay. Eventuell auf der anderen Seite. Das sieht aber auch nicht... Die Kamera bewegt sich so merkwürdig, wenn ich hier oben bin. Ich möchte noch mal kurz schauen, ob eventuell auf der anderen Seite oben was ist. Nein, okay. Da geht's auch nicht rein? Nee. Gut. Dann hier unten. Hier rüber. Oh, hier ist ein Brunnen. Ne, warte mal, ein Podest. Ich habe irgendein Podest aktiviert. Herausforderungsbelohnung. Okay. Nice. Danke. Nehme ich gerne. Und ich komme an den Stein ran. Nice. Sehr schön, sehr schön. Ultra-Wurfhaken. Du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Ja, ja. Okay, das muss ich nicht immer lesen. Was ist er? Hake dich pro Sprung an einen Feind fest. What? Also ich denke mal, das ist besser als weniger Schaden. Weil 10% weniger Schaden ist echt nicht viel. Ultra-Bufaken. Okay, ich bin mal gespannt. Dann einmal rein hier. Das Ende des Dungeons. Der Brunnenquell beherbergte einst eine große Bibliothek, Ori. Wissen floss wie Wasser durch seine Mauern. Jetzt ist vieles, das einst war, verloren. Und das Wasser ist still. Alles klar. Affe, hast du irgendwas zu sagen? Die Legenden waren sehr... Waren wahr, Geist. Die Brunnenquellbibliothek. Sieh sie dir an, all dieses Wissen. Ich sehe nichts. Ich sehe nur Blätter und Müll. Aber das ist noch etwas. Eine faulige Präsenz ganz in der Nähe. Da, riechst du es? Der Geruch scheint von irgendwo da oben zu kommen. Siehst du es dir an, während ich diese Bücher blättere? Dass du deine Fähigkeiten natürlich verbessern möchtest. Ja, mal kurz her. Schockschlag. Sprungangriff mit Geister verursacht eine Schockwelle. Das wäre nochmal ein bisschen stärker anscheinend. Das wäre ganz cool. Verwendet Energiestachel. Wirf einen mächtigen Speer aus Licht. Verwendet eine große Menge Energie. Nee. Setze Gegner im Umkreis in Brand. Vielleicht ganz cool. Habe ich aber kein Geld für. Lass dich nicht überrumpeln. Ja, ja. Wenn ich ein bisschen mehr Mana hätte. Ich habe es leider für eine Fähigkeit ausgegeben, eben erst. Also eben vor Anfang letzter Folge etwa. Okay, hier ist ein Brunnen. Sehr schön. Nee, speichern. Und heilen. So, ich sehe da oben was, wo ich hin möchte. Sehr schön. Dann, wie komme ich hier hoch? Ah ja, okay. Erstmal Richtung Wasser. Mysteriöser Samen. Du hast einen neuen Gegenstand. Oh, Bestgegenstand. Sehr schön. Falsche Taste. Die Taste ist es. Hilfe? Danke, Affe. War eine faulige Präsenz. Ja, ja.
Hilfe? The hell ist hier? Vorwärts. Ja, ja, lauf, Uri, Uri, lauf. Wir wollen anscheinend nicht kämpfen. Okay, nee. Genauso wie im ersten Teil vom Wasser wegrennen. Das sieht's danach aus. Komm. Es ist sehr cool wieder. Ich bin ins Wasser gefallen. Wo bin ich? Es wird laut. Hilfe. Oh, ich muss mich schießen. Schön. First try! Okay, das. Uiuiuiuiui. Ja, mega geiles Level. Da stimme ich zu, Marco. Im ersten war es sauschwer und ich bin mehrmals gestorben. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das diesmal im ersten Versuch geschafft habe. Sehr ähnlich zum ersten Teil. Mit dem Wasser und so. Aber anders und so schön. So schön. Sehr viel Spaß. Und das Wasser sieht wieder ganz okay aus. Das Wasser fließt wieder. Ja. Aber was ist mit der Pflanze los? Also die lebt ja irgendwie noch. So nass. Wir müssen das Gurlog erzählen. Ja, gerne. Boah, sehr schön. Stillen Zähne. Okay. Wohlocktal 82%, Brunnenquell gerade mal 66%. What? Okay, Moment, einmal rein. Da ist eine Lebensquelle. Ich möchte, ganz im Ernst, wir schauen uns hier nochmal kurz um. Da ist eine Geisterprüfung, da waren wir gar nicht, okay. Und hier ist das Ende, das heißt, nein, von da nach da oben. Eieiei, da sehe ich mich schon mehrmals fehlschlagen. Hier unten haben wir einen Raum überhaupt komplett übersehen, in den wir nicht reinkamen. Hier haben wir einen Gang nicht gesehen. Da habe ich den Kräuterbeutel bekommen. Okay. Hier oben habe ich was übersehen. Und da Wasser. Da war Wasser wahrscheinlich drin. Okay, wir schauen mal, dass wir das nachholen. Also jetzt nachholen. Ich kann auch. Stimmt, ich kann jetzt auch ins Wasser. Schauen wir es erstmal kurz hier unten im Wasser um. Kann ich mich schnell bewegen im Wasser? Kann ich irgendwie. Ja, okay, ich kann mich schnell bewegen. Hat das ein Loch? Ja. Okay. Ein Quolag-Erz. Das ist schön. Perfekt. Damit habe ich schon mal 5. Das heißt, es lohnt sich auch für mich zurückzugehen. Wo komme ich hier hin? Uiuiui. Au. Ja. Wow, ich falle natürlich auch komplett in die Stacheln rein. Falsche Taste. Uiuiui, ein Herz. Die machen so viel Schaden. Na, warte mal. Wenn nur eins fehlt, ist okay. Nee, falsche Taste. Falsche Taste. Nee, nochmal. Ich hang da aber auch ganz ekelhaft fest.
Deko ist besser, wenn ich das Vieh nicht töte. Uiuiui. Die Unterwasserwelt ist aber auch schön. Spuck, Spuck. Nein, nochmal. Dummes Ding. Spuck endlich. Ich ertrinke. Das war so close. So, du Drecksvieh spuckst hier hin. Perfekt. Oh, ich habe mich zu früh bewegt. Nochmal. Spuck. Aber diesmal schaffe ich es. Oh ja, perfekt. Okay. Einmal runtertauchen, weil hier ist noch was. Uiuiui. Hallo Fischis. Die mir in die Luft. Fisch, Oberfläche irgendwo. Wo bin ich? Okay, das ist ein riesen unterirdisches Ding unter dem. Und das gehört zum See dazu. Okay, dann holen wir uns erstmal kurz da vorne die Energiezelle. Was für du Bauer, Marco, selber. Ach so. Okay, davon brauche ich den Strahl. Wo ist das Vieh zum Schießen? Ich muss einmal hier hochschießen. Okay, es muss höher schießen. Perfekt. Sehr schön. Ein riesiges Geisterlichtgefäß. Okay, das war auch viel. Wo geht's jetzt hin? Okay, dann geht's da lang. Dann geht's einmal da lang. Es gibt zu viele Orte. Okay, das ist der Weg, den ich zurücknehmen möchte. Hier oben lang. Ich brauche ein Teil, was du schießt. Komm, schieß, schieß, schieß. Ah, noch einmal, genau so. Warte, wo bin ich? Genau da, okay. Aua, siehst du was hin? Ja, es war mit Schaden, aber ist, denke ich, ganz okay. Aua. Wie komme ich hier hoch? So. Okay. Einmal kurz Luft holen. Na, das ist die falsche Richtung zum Luft holen. Hier vorne durch. Hilfe. Und hier Luft holen. Genau. Okay. Uiuiui, ich wusste nicht, dass es so eine riesen Wasserwelt gibt. Okay, ich möchte einmal kurz schauen, weil ich kann nicht angreifen. Und hier, okay, das muss kaputt gehen. Okay, ich brauche eventuell einen Schuss von irgendeinem Vieh. Gibt es hier vorne noch ein Vieh zum Spucken? Ja. Spuck. Wie weit fliegst du? Oh mein Gott, das fliegt perfekt. Es wäre fast perfekt geflogen. Das funktioniert doch safe, oder? So, du spuckst. Und ich mach den Rest. Okay, nee, das war nicht weit genug. Nochmal, ich brauche Luft. Okay, vielleicht kann man von der anderen Seite was machen. Ist das brüchig? Nein. Nur wunderschön. Es sieht so gut aus. Okay. Jetzt bräuchte ich ein Vieh, was spuckt, weil von hier aus ist es leicht, aber weitem. Oder eine Fähigkeit, mit der ich unter Wasser angreifen kann. Das wäre beides okay. Okay, hier unten ist Strömung. Oh, alles klar. Ziel ist. Ich komme nicht mehr hoch. Au. Ich habe nur noch ein Leben. Aus dem Weg.
Millimeter. Wo bin ich? Ach, selber Bereich, okay. Luft holen. Ich möchte erstmal, möchte ich das Teil mitnehmen? Hallo, nimm's mit. Aua. Luft. So, schieß. Schieß höher. Gut, Ding ist offen. Luft holen und weiter. Lass mich durch. Schieß, ja. War nicht perfekt. Oh ne, nochmal. Ich brauche Luft. Erstmal. Oh, das reicht nicht. Ein Schuss reicht nicht. Ich brauche mehr Luft. Jungs. Mehr Luft. Erstmal schieß schnell. Okay, ich mache mir die Wand auf. Damit ich Luft holen kann. Und dann muss ich zweimal von unten auf das Teil schießen. Okay. Das wäre auch safe mit der anderen Pflanze gegangen. Im perfekten Winkel. Komm, nochmal. Und dann schnell Luft holen gehen. Oh, das war nicht gut. Luft holen. Ah, das Ding erwische ich noch. Bäm, perfekt. Und damit ist das Rad freigesetzt. Okay, Luft holen und dahin schweben. Wo ist der Eingang? Eingang, Eingang. Wahrscheinlich möchte ich auch von oben rein, oder? Oder gibt es eine brüchige Stelle? Oder muss ich da gar nicht rein, vielleicht? Doch, 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 safe. Ah, nee, damit komme ich da hoch. Ah. Aber da kann man doch auch bestimmt rein, oder? Wenn ich einen Sprung mehr hätte, käme ich da hoch. Achso, und es gab noch was ich testen wollte. Luft holen. Okay, nee, dafür braucht man mehr Kraft. Okay, jetzt bin ich wieder hier unten. Außer ich kann so einen Fisch mitnehmen. Fisch, wie weit kannst du mir folgen? Mal schauen, wie weit mir der Fisch folgt. Einmal kurz Luft holen. Fisch, komm mit. Fischi? Fischi, Fischi, Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Komm mit. Fisch, Fisch. Du hast doch Lust. Komm, komm. Komm, 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 komm. Ja, sehr schön. Ich muss Luft holen. Das ist der Fisch. Okay, Fisch, komm mit. Aber das geht, alles klar. Dann wird das auch der Weg sein, mit dem man es machen soll. Auch Luft. Wenn der Fisch da nicht kurz festgegangen hätte. So, komm mit. Nicht mich einknabbern. Du kannst gern hinter mir her, aber... Komm, lauf, lauf, lauf. Schwimm, Fisch. Guck mal, Fisch. Ich muss kurz Luft holen. Ich komme gleich wieder und hole dich ab. Uiuiui. Fisch noch da? Ja, Fisch ist noch da. Komm mit, Fisch. Du hast es doch eben auch hier hoch geschafft. Ja. Perfekt. Da möchte ich dich doch haben. Und jetzt müsste ich mich mit dem Fisch hier eigentlich durchboosten können. Noch einmal Luft holen. Fisch, komm her. Okay, lass mich hoch. Okay, Fisch lässt mich auch nicht hoch. Schade. Ich weiß nicht, ob das geht. Das ist safe nicht der Weg, der gewollt ist. Der Weg ist viel zu lang, um den Fisch hier dahin zu bringen. Ori, warum hast du so wenig Luft? Nee, das kann nicht der Weg sein. Kann man die Koralle mit irgendwas stopfen? So, ich muss auch mal schauen. Hat das Rad irgendwo eine Öffnung? Halt alles brüchig aus. Da kann man doch safe rein.
Was soll denn da drin sein? Natürlich auch die Frage. Okay, dann einmal kurz. Da vorne geht's halt noch weiter. Gibt mir das irgendwie Speed, dass ich da... Nee, den Sprung schafft man damit erst recht nicht. Kann man hier reinschwimmen? Nee. Dann weiß ich nicht, wofür man das Rad aktiviert. Weil, also gefühlt... Sieht schön aus, aber es macht nichts. Boah, das heißt, ich muss jetzt den Weg zurück. Oh, Moment, da ist noch eine Energiezelle. Aber nicht hier. Wo ist denn die Öffnung dazu? Wie komme ich denn da hoch? Oh, ehrlich? Ah, warte mal. Ne, da kann ich nicht rein. Auch Luft. Ich muss noch mal kurz Luft holen gehen. Ich glaube, ich habe die Energiezelle auch gerade gesehen. Ja, warte. Jetzt ist sie angeblich hier unten. Vielleicht kann man das kaputt machen. Ohne die Karte hätte ich es nicht gemerkt. Und wie komme ich hier raus? Da oben lang. Genau, da oben lang, um nochmal in das Level zu gehen. Ah, jetzt merkt das Spiel auch, dass ich ein Fragment bekommen habe. Interesting. Nein, du sollst nicht das dumme Ding anvisieren. So, und dann bin ich hier raus. Okay. Okay, sehr schön. Huiuiui. Das war gefühlt ein komplettes Level unter Wasser. Naja, fast. Nee, hier geht's nicht raus. Ich muss mit. Oh. Der Schaden war unnötig. Ich habe nur noch ein Herz. Ich muss mich, wenn ich draußen aus dem Wasser bin, gleich mal heilen. Okay. Uiuiui. Komm, ich heile mich direkt zweimal. Hier noch irgendwas im Wasser? Ja, okay, da vorne ist ein kleines Geheimnis. 1170. Damit kann ich mir ein Upgrade holen. So, Select. Einmal schauen. Ich möchte hier einmal kurz hoch. Oh! Ja, dich habe ich. Okay. Dann möchte ich ein ganzes Stück weiter hoch. Okay. Sollte machbar sein, indem ich so mache. Ja, perfekt. Dann darüber. So. Und wenn ich darüber springe. Ah, mit dem Moos. Ja, ja. Mit dem Moos müsste ich da an eine Lebenszelle rankommen, irgendwie. Aua! Uiuiui. So. Kurz pausieren. Wo ist es? Ich bin schon drüber. Was? Wo soll denn das sein? Genau über mir. Ah! Ich weiß wo. Okay. Komme ich da oben dran? Nee, komme ich nicht. Also nur von oben. Nein. Ich habe nicht mehr viel Mana. Ich muss bald mal wieder Mana auffüllen. Aber ich weiß zumindest, wie ich da dran komme. Also doch hier rüber, wie ich mir gedacht habe. Dann dich besiegen.
Okay, das gibt mir Mana und Leben. Perfekt. Und wir sind bei der Lebenszelle. Hui! Eine Karte zu kaufen ist so sinnvoll. So, damit habe ich... Genau, und ich muss noch auf die Seite, weil da die Prüfung ist. Und mit der Prüfung würde ich dann auch gleich den Part enden wollen. Also wir machen die noch. Dann wird auch der YouTube-Part zu Ende sein. Okay, dass ich das vorhin aber nicht gesehen habe, ist traurig. Oh, nochmal. Da muss ich einmal richtig hochspringen. Genauso wie eben. Ah, an der Wand festhalten. Passt. So. Lass mich mal kurz dich loswerden. Aua. Einmal kurz auffüllen. Oh, dich habe ich nicht gesehen. Also nicht kommen sehen. Oh, hoch. Runter. Hoch. Okay. Uiuiui. Bevor ich dahin gehe, nehme ich erstmal das Gulag erst mit. Okay. X, um Geisterprüfung zu beginnen. Das wird nicht leicht. Okay. Ich muss da durch. Da hoch, da hoch. Darüber? Ich habe es dann auch nie rüber geschafft, glaube ich. Da habe ich's. Doch, da war ich auch schon. Was? Bitte noch länger? Und dahin. Was? Wie lange soll denn das gehen? Vor allem, wie viele Versuche werde ich brauchen? Oh mein Gott. Ich habe keinen Dreifachsprung. Oh mein Gott. Schade. Wie soll ich den Sprung schaffen? Okay, das war viel zu viel zu viel. Okay, nochmal. Atem überspringen. Uiuiui. Okay, das musst du beim ersten Mal sitzen. Erneut versuchen. Oder ich halte mich gar nicht fest. Ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit. Ist überhaupt keine Möglichkeit. Alles klar. Komm, jetzt schaffe ich das. Okay, ich bin noch nicht so weit weg. Fall doch schneller runter. Falsche Richtung. Er hat das Ding da oben nicht gegriffen. Okay. Das ist nicht leicht. Es ist überhaupt nicht leicht. Vor allem an der einen Stelle wird es so unglaublich hell. Ich sehe fast nichts. Uri, verschwinde da im Hintergrund. Okay, das erste Mal ahead. Das heißt jetzt natürlich auch, ich sehe nicht, wo ich lang muss.
beeil dich! Oh. Zu close, aber geschafft. Oh, 1000 Dinger dafür. Okay. Uiuiuiui. Oh mein Gott, jetzt sind die Dinger wieder aktiv und es funktioniert nicht mehr so, wie ich es eben gerade in der Geisterprüfung gemacht habe. Eieiei, okay. Uiuiuiui. Damit ist das geschafft. Und ja, ich habe ja gesagt, nach der Geisterprüfung machen wir Schluss. Ich stelle mich kurz hier hin. Das war's für den Part. Und ich würde auch sagen, das war's für den Stream. Wir machen am nächsten Tag weiter. Schaffen wir es noch hier hin irgendwie zum Speichern? Ich würde gerne noch speichern. Welche Tür war das? Die vierte, oder? Die ganz obere. Dann nehme ich euch noch kurz mit zum Speichern. Ist das hier die vierte Tür? Ne, es ist noch eine weiter oben. Ne, geh da raus, du Idiot. Hoch da. Dann machen wir an dem Speicherpunkt für heute Schluss. Mit Video und Stream. Und können da das nächste Mal weitermachen. Hier in der Bücherei, oder? Ja, perfekt. Okay, das habe ich mir richtig gemerkt. Weil hier müssen wir noch ein paar Sachen nachholen. Hier haben wir ein bisschen was übersehen. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. An alle auf YouTube, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gern ein Abo, eine positive Bewertung da und schaut mal auf Twitch vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und noch einen schönen Tag euch allen. Ciao, ciao.